Es geht ja immer um den Fernsehanbieter ohne Werbeunterbrechung. Den kennen Sie doch sicherlich. Was ist mit der Werbung? Ohne Werbeunterbrechung kennen Sie ja sicherlich. Nein. Fernsehanbieter, der seine Programme direkt auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abstimmt. Wenn Sie jetzt den Fernseher einschalten, was schauen Sie denn bevorzugt? Sport, Filme? Ja, hauptsächlich dreht sich das ja um Tierdokumentationen. Ich habe da in meinem Leben ein ausgeprägtes Interesse entwickelt. Ich habe da ja quasi den Master in Meerschweinchenstudien und da gibt es ja auch immer wieder neue Erkenntnisse mit der fortschreitenden Technik und das ist ja wichtig, dass man das weiter verfolgt im Prinzip. Haben Sie denn auch Meerschweinchen? Ja, das ist quasi mein Leben. Ah, okay. Das ist natürlich schön. Dann melde ich mich hier natürlich gerade richtig bei Ihnen, weil wir haben nämlich ganz viele Dokumentationen mit Tieren. Ja. Die haben ja im Prinzip, nachdem meine Frau dann von mir gegangen ist, haben die ja im Prinzip das Zimmer bekommen. Das ist jetzt die artgerechteste Haltung in der ganzen Stadt, wage ich zu behaupten. Also ein kleines Meerschweinchenparadies. Ja, das sind im Prinzip ja 17 Stück momentan, aber eines scheint schon wieder schwanger zu sein. Oh. Ja, haben Sie dann müssen Sie die mal kastrieren lassen, dann machen die nicht so viele Babys. Das ist ja Völkermord, das haben wir ja schon mal gemacht. Ja, aber nachher haben sie gar keinen Platz mehr für die und dann ist das ja auch nicht mehr richtig, wenn zu viele Meerschweinchen da sind. Nein, die werden ja abgegeben. Die geben sie mal ab. Ja, natürlich, weil man kann ja, sag ich mal, bei einem Zooladen gehen und da jetzt irgendwelche überzüchteten Meerschweinchen aus Nordkorea kaufen oder im Prinzip, man nimmt die von Herrn Mader, da weiß man, wo die herkommen. Und man kann die hier sogar selber einfangen und mitnehmen. Das ist natürlich gut. Ja, haben Sie denn im Prinzip Interesse an Zwergdeckelmeerschweinchen? Da könnte ich das Ihnen vermitteln. Ja, Mader, prinzipiell schon, aber ich habe leider einen Hund. Und ich glaube, meine französische Bulldogge finde die Meerschweinchen auf andere Art und Weise ein bisschen interessant. Das kann gut möglich sein, aber es gibt ja im Prinzip solche bissfesten Käfige. Weil das ist zum Beispiel ich habe einen Kunden aus Indien, die werden da ja teilweise gegessen, aber der nimmt die als Köder für die Jagd und da werden die in so einen Käfig reingesetzt und dann, stimuliert, dass die halt losschreien und dann wollen die dann die Ziegen fangen. Und die kommen da ja auch nicht durch. Nee, das ist richtig, aber ich kenne mich mit Meerschweinchen leider gar nicht aus. Aber mal um das andere zu kommen, warum ich mich eigentlich gemeldet habe. Ich habe nämlich ein Angebot für Sie für 16,99 € im Fernsehpaket mit Dokumentation. Nee, da haben Sie was falsch verstanden. Ich gebe die ja im Prinzip so ab. Ich will da ja kein Geld für haben. Da müsste ich Gewerbe anmelden. Nein, ich habe das schon. Nee, Herr Mader, ich habe das schon verstanden. Nur leider habe ich da jetzt leider nicht so viel Interesse dran, weil ich habe ja, wie gesagt, einen Hund. Und das ist ja zusammen immer ein bisschen schwierig zu halten. Aber ich melde mich ja eigentlich nur, weil ich Ihnen ja Fernsehen anbieten möchte. Es gäbe da ja, ich möchte Sie ja nicht ohne Tierglück lassen. Wir haben ja im Prinzip auch Flugratten. Weil das ist ja, die hängen ja an der Decke. Das ist ja mit einem Hund nicht problematisch. Der kann da ja nicht drankommen. Nee, also das ist alles ganz lieb gemeint. Ja. Aber ich brauche da jetzt kein Tier, weil ich habe ja ein Tier. Also Sie lassen mich ja nicht ohne Tierglück gehen, weil ich bin ja im Tierglück. Ja, haben Sie einen Hund, haben Sie sonst noch Tiere? Wie? Was habe ich? Haben Sie sonst noch Tiere? Na, ich habe nur eine französische Bulldogge und die lastet mich voll aus. Das glaube ich, da braucht man ja, sagt ein Züchterkollege, sagt, da muss man Waffenschein für haben. Das ist ja eine große Verantwortung im Prinzip, die man da trägt. Und wahrscheinlich auch im wahrsten Sinne des Wortes, weil die sind ja wahrscheinlich nicht leicht, die Tiere, ne? Na, die sind, wie groß sind denn die so? 40 Zentimeter, nee, das ist glaube ich schon zu viel, 30 Zentimeter hoch, so französische Bulldoggen, also größer jetzt nicht unbedingt, aber sie wiegt halt 12 Kilo.
Das ja, ist ja, ich, ist dachte, eine kleine Hausnummer. Ich dachte, das sind solche Riesenbrecher immer. Nee, kennen Sie die französischen Bulldoggen? Die sehen so aus, als ob die Fledermausohren haben. Ja, was? So, so ich richtig hab, große. Ich habe da quasi die sonderhandsignierte Ausgabe von Rackes Tierlexikon. Da werde ich da mal, ich muss ja wissen, worüber ich spreche. Das ist Band 1. Gehe ich da jetzt nach Bulldogge oder gehe ich nach F? Weil das ist ja, ich gucke einfach mal ins Ärzte rein. Ich hol das ja, mal eben. Bulldogge. Mal gucken. Bertramkatze, Bernhardiner. Bernhardiner sind auch sehr schöne Tiere. Und Boxer ist hier auch. Jetzt kommen die ganzen Hunde mit B, müssen Sie wissen. Na, Bulldogge. Ja, ich weiß. B-U-L-L-D-O-G-E-R. Das geht ja nach einem Alphabet. Entweder bei Bulldogge und wenn es da nicht zu finden ist, dann bei französische Bulldogge. Ja, das sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie so eine Fledermaus. Genau. Ist das nicht, dass Sie da einen Vampir haben? Da müssen Sie aufpassen. Nein, nein. Nein, nee, ich habe keinen Vampir. Ich habe die ja jetzt schon 4 Jahre, also alles gut. Dann müssen Sie aufpassen, weil das mit den Vampiren, das ist ja, die dürfen ja erst aktiv werden, wenn man sie zu sich nach Hause eingeladen hat. Nicht, dass sie da, sag ich mal, in Betrug reingefallen sind. Das gibt Nein, also das ist schon eine reinrassige französische Bulldogge. Aber mal auf was ich jetzt zurückkommen möchte, weil ja. ich melde mich ja aus einem bestimmten Grund. Ja. Weil ich habe ja hier ein Fernsehprogramm, was ich Ihnen gerne mal anbieten möchte, und zwar für 16,99 Euro unser Entertainment-Paket für ein Jahr, Herr Mader. Also ich beziehe ja im Prinzip die TV digital. Das habe ich zusammen mit so einer Reise gewonnen. Ach so. Ja, und da gucke ich, da sind auch immer Rätsel mit drinnen. Das ist natürlich schön. Ja. Wie sieht es denn im Fernsehbereich bei Ihnen aus, Herr Mader? Also das im Prinzip, wenn man zum Wohnzimmer reinkommt, ich habe mir da so einen großen an die Wand machen lassen und da habe ich da im Prinzip ja so eine Sitzgarnitur und da habe ich das dann eben so aufgebaut. Okay, das ist natürlich schön. Und was und Fernsehen, wie schauen Sie das oft? Selten, wenig, viel, ganz viel? Ich sag mal, wenn ich so mit den täglichen Arbeiten, wenn ich da vorangekommen bin, dann muss man ja zwischendurch mal ein paar Stunden Pause machen. Dann, richtig. Dann setze ich mich da schon mal hin und es richtet sich ja auch immer nach einem Programm, ne? Was, weil das meiste im Fernsehen, das kann man ja vergessen. Ja, das ist richtig. Darum melde ich mich ja bei Ihnen und biete Ihnen ein Fernsehprogramm an, was auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse zusammengeschnitten ist, Herr Mader. Ja, aber da hat doch das Fernsehprogramm keinen Einfluss drauf. Na doch, weil ich Ihnen ja Pay-TV-Sender anbiete, die auf bestimmte Kategorien Pay-TV ausgerichtet sind. Die auf bestimmte Programme abgestimmt sind und Sendungen und Serien. Und da läuft dann nur zum Beispiel das, was Sie möchten. Das kann man das da quasi bestellen oder eine Anforderung durchführen. Na, ist es so, man bucht es über uns für 16,99 Euro monatlich und dann läuft nur das, was Sie gerne schauen möchten. Also Dokumentationen, wie Sie ja gerne gesagt haben. Ja, das hört die Meerschweinchen. Ne? Genau. Ja, was genau. Haben Sie da namhafte, sag ich mal, Professoren an der Hand, die das dann erstellen? Oder wie ist, wenn, jetzt muss ich ja mal fragen, mein Enkelsohn, der macht ja sehr viel mit den Computern, da gibt es ja diese Suchmaschine, ist das damit vergleichbar? Google. Nee, Sie müssen das so sehen, Sie haben eine ganz große Online-Videothek. Und da laufen ganz viele Dokumentationen in ganz verschiedenen Bereichen. Und ja, die suchen sich ihre aus. Aber ich habe ja im Prinzip gar kein Internet. Das ist ja... Dazu brauchen Sie auch gar kein Internet. Das ist ja in den Programmen so gespeichert. Das heißt, Sie öffnen Ihre Zeitschrift in dem Receiver. Sie haben da eine Online-Zeitschrift. Und dann schauen Sie sich dann und dann... Was ist ein Receiver? Der Receiver ist dafür da, damit Sie die Programme empfangen können, wie ich Ihnen sie jetzt anbiete. Dann kriege ich quasi ein neues TV-Gerät von Ihnen. Nein. Sie kriegen, also Ihr Fernsehgerät bleibt das gleiche. Nur das Empfangsgerät wird neu. Es ist eine Satellitenschüssel im Prinzip. Sowas in der Art und Weise.
Und dafür bekommen Sie ein Empfangsgerät. Über was schauen Sie denn aktuell Fernsehen? Über Kabel oder über Satellit? Ich habe da ja keine Ahnung. Da ist ja neulich so ein großer Aufstand gewesen mit der Umschaltung. Da habe ich ja im Prinzip der diverse Techniker und die Stadtwerke angerufen. Die konnte mir das alle nicht sagen. Und dann habe ich so den Nachbar habe ich an der Tür geklopft. Der hat hier 10 Minuten gebastelt und da konnte ich wieder gucken. Okay, frage ich mal anders. Haben Sie auf dem Balkon oder an Ihrer Hauswand eine TV-Schüssel, also ein Spiegel nannte man das ja früher auch? Ja. Das haben Sie. Aber ich weiß ja nicht nach dem, der das da umgebaut hat. Ich weiß ja, ich kann nicht so gut Russisch sprechen. Ich weiß nicht, was der da gemacht hat. Der wollte im Prinzip nur was zu trinken dafür haben. Und das war ich dann ja auch gerne bereit, sage ich, meine Gegenleistung zu erbringen. Ja, na klar. Ich muss ja im Prinzip, sage ich, vor meinem Ableben ja so die Meerschweinchen-Enzyklopädie fertigstellen. Und das, du musst ja, der Informationsfluss muss ja stetig weitergehen. Okay, es geht ja im Endeffekt einfach nur um das Fernsehprogramm, was ich Ihnen angeboten habe, damit Sie zwischen den Zeiten, wenn Sie fertig sind mit dem Bauen, mit dem Saubermachen des Zimmers und Verpflegen der Tiere, dass Sie halt ein bisschen abschalten können. Darum melde ich mich ja, dass wir Ihnen das Fernsehprogramm so anbieten können. Ja, gibt es denn im Prinzip, wenn wir gerade davon sprechen, sag ich mal, so eine Meerschweinchen-spezifischen Fragen, die, sag ich mal, in dem Buch unbedingt beantwortet werden müssen? Man wird da ja ein bisschen betriebsblind, wenn man das schon so lange macht. Ja, na klar, da gibt's sowas auch. Was würden Sie denn, sag ich mal, welche Themen würden Sie denn da gerne behandelt haben? Wenn Sie das jetzt kaufen wollen müssten, was müsste da für Sie drinstehen? Na, ach so, nee, Herr Mader, davon reden wir ja jetzt gerade nicht. Es geht ja gerade um Ihr Fernsehprogramm. Ich wollte ja nur, ich versuche das ja immer schon mit meinem Enkel, also der interessiert sich ja mehr für Waffen. Das einfach mal von einem neutralen Menschen zu hören, was müsste in so einem Buch drinstehen, dass das interessant ist für andere. Ja, das ist richtig, aber leider bin ich da die falsche Ansprechpartnerin, weil ich interessiere mich ja eher für französische Bulldoggen und nicht für Meerschweinchen. Ja, aber gerade deswegen, weil Sie ja nichts davon wissen. Mich würde interessieren, was es für Farbkombinationen gibt. Ja. Wie alt die werden, wie groß die werden, woher sie kommen, was man so futtern kann, was nicht, sowas halt. Ja, das geht ja im Prinzip, wenn wir beim Thema Futter sind, das, was ganz viele Menschen ja immer falsch machen, die kaufen dann so Nagermischfutter für Hasen oder für Hamster und da kann man das Meerschweinchen im Prinzip mit umbringen. Wissen Sie auch warum? Nee. Da ist im Prinzip, die Meerschweinchen, die sind ein bisschen speziell. Die können quasi in ihren Körper kein Vitamin C abreichern. Das muss man denen quasi mit Nahrung zuführen. Und darum machen das viele Menschen auch sehr falsch. Und da sie nach der Gewicht gefragt haben, also ich habe da so ein Prinzip, die werden ja so 7, 8 Jahre alt bei guter Pflege. Yeah. Und ich habe errechnet, dass, sag mal, wenn die so alt werden, ist das Durchschnittsgewicht 1113 Gramm. Das ist, das ist quasi mein Forschungsergebnis aus einem Leben für Meerschweinchen. So will ich das. Das ist natürlich schön. Ist das ein guter Titel? Ich will das ja, ein Leben für Meerschweinchen. Das ist ein guter Titel, Das ist gut ausgedrückt. Ja, weil das muss ja alles dann auch vermarktet werden. Das muss ja ansprechend sein. Hallo? Okay, ich bin noch da, alles gut. Ja, dachte ja schon, ich bin zu blöde für das Telefon, dachte schon. Nee, alles gut, nein, alles gut, ich bin noch da. Ja. Okay, aber nochmal zum Fernsehen zurückzukommen. Wie finden Sie denn das Angebot? Welches für 16,99? Na, das, was ich Ihnen vorhin gemacht habe, mit den Dokumentationssendungen für 16,99 €. Ja, und muss ich ja erst das TV digital kündigen. Die schicken mir das ja jede Woche. Was Sie meinen, ist ja eine Zeitschrift, eine Fernsehzeitschrift. Ich habe ja nichts mit einer Fernsehzeitschrift zu tun. Ich biete Ihnen ja ein Fernsehprogramm an. Es ist ein Fernsehprogramm. Das ist das doch, was ich da bekomme. Das brauchen Sie aber nicht kündigen. Ja, aber das ist doch mein Fernsehprogramm. Oder wovon hatten Sie jetzt gesprochen?
Na, Sie kriegen von mir ein zusätzliches Fernsehprogramm, was auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt ist, Herr Marder. Es sind so ein, so quasi so ein Sender wie RTL. Zum Beispiel. Genau, richtig. Also für die Meerschweinchen. Genau, richtig. Ja, wie heißt denn der Kanal? Das kann ich Ihnen leider jetzt nicht sagen, weil so genau kann ich da immer nicht so reinschauen. Auf jeden Fall gibt es dafür welche. Für Meerschweinchen. Wie ist denn Ihr Vorname? Genau, wie ist denn Ihr Vorname? Egon. Und das ist dann quasi so ein 24-Stunden-Sendebetrieb oder muss man da das dann zu bestimmten Zeiten da immer sich antun? Nein, also da kommen immer... Sie können das frei entscheiden und jederzeit abrufen, wie Sie das gerne hätten. Ja, muss man, das hat mein Enkelsohn, der hat ja so einen Controller für seine Gaystation. Muss man da sowas haben? Sie bekommen von mir eine ganz normale Fernbedienung, Herr Mann. Sie machen mich ja ganz nervös mit diesen ganzen Technik. Sie mich auch. Ja, das ist ja beruht, das ist ja zumindest auf Gegenseitigkeit. Ja, aber so umständlich ist das gar nicht. Das ist wie eine Fernbedienung wie für Ihren Fernseher, Herr Mann. Da nichts anderes. Ja, gibt's das? Also so, wie Sie es schon kennen. Ja, das ist sehr gut. Ist das ja im Prinzip auch, weil ich ja nicht mehr so gut gucken kann. Ist das mit großen Tasten? Ja. Natürlich, auf jeden Fall. Ja, das ist ja so, dass Sie das ganz problemlos erkennen können. Das ist ja das ist ja eine himmlische Fügung. Da gibt es einen eigenen Kanal für mehr Schweinchen und dann wird mir das mitgeteilt. Das hätte ich ja so nicht rausgefunden. Weil das kann man ja wahrscheinlich nicht beim Lexikon angucken. Nein. Das ist richtig. Das ist ja wirklich. Soll ich Sie denn mal, weil das ja das, weil ich komme ja im Prinzip in 2 Jahren komme ich hier ja raus. Und dann ist ja die Frage, möchten Sie dann von der Erstauflage von dem Buch was haben? Nee, Herr Mahler, dann schaue ich einfach im Buchhandel nach und kaufe mir die dann einfach selber. Das brauche ich jetzt. Aber nicht, dass Sie fragen. Weil ich würde Ihnen das ja im Prinzip, das mir da schon so einen Stempel anfertigen lassen. Das sieht aus wie so eine Meerschweinchenpfote. Das würde ich dann da reindrücken. Nee. Ach so, nein, das ist sehr lieb von dir, Ihnen. Ja. Aber aktuell brauche ich das nicht, weil ich ja, wie gesagt, ja meinen Hund habe. Ja. Und dann bringt mir das Buch für die Meerschweinchen ja aktuell noch nichts, ja, weil ich habe ja noch kein Meerschweinchen. Sie können denen das ja vorlesen. Man sagt ja im Prinzip auch, dass Pflanzen besser wachsen, wenn man mit denen spricht. Ja, nee, von daher ist es ja wichtig. Nee, mein Hund muss nicht mehr wachsen. Der ist groß genug. Aber ich glaube, den interessiert das nicht. Der kriegt dann vielleicht Hunger auf Meerschweinchen und das wollen wir ja beide nicht. Nein, das wäre es nicht. Skandalös. Das kann man ja nicht so mal. Einen kleinen Moment. Maria, der macht mich fertig. Redet der jetzt mit seinem Meerschwein, oder? Ich finde den da drinnen auch nicht. Hallo? Wieder über die Postleitzahl. Hallo. Hallo, hier ist Schukow. Mit wem spreche ich bitte? Kann ich bitte fragen, was hat Herr Mader mit Ihnen besprochen? Was habe ich? Was hat Herr Mader mit Ihnen besprochen, bitte? Ich weiß gar nicht, wieso Ihr Telefon ist. Wie? Das ist nicht Ihr Telefon? Nein, es ist nicht mein Telefon. Das gehört der. Wir sind hier in der Nervenheilanstalt. Oh Gott, ich bin jetzt in einer. Also in einem Krankenhaus gelandet. In Psychiatrie. Oh Gott, das tut mir jetzt aber leid, weil er hat das Telefon abgenommen und hat mir was von Meerschweinchen erzählt und wollte mir ein Meerschweinchenbuch schicken. Geschichte wieder. Können Sie bitte mir erzählen, was hat er gesagt? Das könnte wichtig sein für die Behandlung. Es geht halt, er hat 17 Meerschweinchen in seinem Zimmer und die verschenkt er und er wollte mir Meerschweinchen verschenken und Ratten und will ein Meerschweinchen Lexikon schreiben. Wie meinen Sie? Was hat er denn mit den Meerschweinchen erzählt? Na, er wollte mir Meerschweinchen schenken. Er wollte sie verschenken. Gut, das hat er früher schon getan. Deswegen ist er bei uns. Gibt es noch mehr Details, die hilfreich sein könnten? Primär habe ich da jetzt... Hat er Drohungen ausgesprochen? Nein, gar nicht. Er war total freundlich und wollte mir nur ein Buch schenken mit Meerschweinchen. Mehr wollte er gar nicht. Hat er gesagt, wie das Buch heißen soll? Das versuchen wir seit Monaten rauszufinden. Meerschweinchen und ihr Leben. Meerschweinchen und ihr Leben.
Sie helfen ja. sehr weiter. Wir haben mit allem versucht, aber es hat nicht funktioniert. Okay, kein Problem. Ja, weswegen hatten Sie denn angerufen? Was war die Intention? Es ging um Fernsehanbieter, aber das hat sich ja damit schon erledigt. Wie hat, das könnte auch sehr wichtig sein, wie hat Herr Mader denn auf Ihre Offerte reagiert? Na, nicht wirklich. Er hat mir die ganze Zeit nur was von Meerschweinchen erzählt und was mich interessieren würde, wenn in so einem Meerschweinchenbuch was drin steht. Und was haben Sie darauf geantwortet, Birte? Ich habe nur gesagt, dass mich interessieren würde, welche Farbkombination, wie groß die wären, woher es die gibt, was für Futter man füttern muss, mehr nicht. Und hat er darauf konkrete Antworten geben können? Nein, hat er nicht. Ja, na so ein bisschen, aber das, wir haben uns einfach ganz normal unterhalten. Er hat mich weder bedroht, noch wollte er irgendwas Schlimmes von mir. Er hat sich einfach nur normal mit mir unterhalten. Hat er etwas von einem Versteck erzählt? Nein. Von Geld, von großen Summen Geld? Nein. Sehr schade. Das hätte uns sehr weitergeholfen. Gibt es sonst noch Details, die wir wissen müssen? Nein. Nee, nicht hat er, mehr. Hat er, wir etwas, haben uns hat er etwas von einer alten Pistole erzählt? Nein. Auch nicht. Irgendwelche anderen nein. Details, die wichtig nein. sind. Nein, darf ich fragen, warum Sie mich so komische Sachen fragen? Es geht darum, dass er uns gegenüber sehr verschlossen ist und bei fremden Menschen sich manchmal öffnet und Dinge erzählt, die wir dringend wissen müssten. Hat da irgendjemand was angetan, weil Sie mich jetzt fragen nach Pistole und Geld und was weiß ich? Deswegen ist er bei uns. Ach so, nee, davon gibt weiß ich nichts. Also wie gesagt... Gibt es die Möglichkeit, wenn ich Ihnen Herr Mader noch einmal gebe, dass Sie ihn danach nee, speziell nein, fragen? Ich muss arbeiten. Also das ist wirklich das Problem. Ich bin ja hier auch nur angestellt. Wir würden Ihnen Ihre Zeit natürlich vergüten. Das ist kein Problem. Nein, das darf ich nicht. Sie scheinen leider einen sehr guten Draht zu Herrn Mader zu haben. Und vielleicht ja, dann das Problem lösen. Nee, aber das darf ich von meinem Arbeitgeber aus schon nicht. Das ist, überschreitet meine Grenzen für das Telefonat. Sie würden ja einen wichtigen Beitrag zur nationalen Sicherheit leisten. Ja, das... Müssen wir Sie schriftlich kontaktieren? Nein. Also wie gesagt, ich würde Ihnen gerne weiterhelfen. Ich darf leider nicht. Ich wünsche Ihnen aber, wie gesagt, einen schönen Tag. Wenn nicht, unterhalten Sie sich ein bisschen mit Meerschweinchen über ihn, dann wird er Ihnen das vielleicht auch verraten. Nein, der kennt meine Tricks schon. Der ist schon sehr lange hier. Ach so, okay. Naja, wie gesagt, ich darf leider nicht. Ich muss jetzt auch weiterarbeiten, sonst kriege ich Ärger. Das ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag heute. Und bitte, wenn Sie in den nächsten Tagen oder Wochen einer unbekannten Anzahl von Meerschweinchen begegnen oder darauf angesprochen werden, seien Sie bitte vorsichtig. Mache ich. In Ordnung. Vielen Dank, junge Frau. Immer wieder gerne. Auf Wiederhören.